I wanna take away any any 手を繋いだら真実がわかるから Visual Kei ist eine Bezeichnung, die seit den 1990er Jahren benutzt wird für eine Reihe von japanischen Bands, die meist ziemlich aufwendig kostümiert sind, wenn sie auf die Bühne kommen und in Videos. Es sind fast ausschließlich männliche Musiker, während die Fans, die zu den Konzerten kommen, und die scheinen das Wichtigste an Visual Kei zu sein, fast ausschließlich weiblich sind. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass die alle zu einer Szene gehören, die sich um bestimmte Livehouses in Tokio und anderen japanischen Großstädten gruppiert. Und in diesen Livehouses finden dann Konzerte statt mit bis zu 10 Bands, die auftreten an einem Abend. Und wer bei diesen Konzerten auftritt, ist Visual Kei und die anderen halt eben nicht. Man kann nicht sagen, um Visual Kei zu sein, muss man so und so aussehen, obwohl sich da natürlich bestimmte Stile herauskristallisieren, die sehr typisch sind für Visual Kei. Das ist historisch natürlich nicht belegt, aber man sagt, dass der Begriff Visual Kei stammt von der Band X Japan. Die gilt so gemeinhin als die erste Visual Kei-Band, auf deren zweiter Platte Blue Blood stand auf blauem Grund Crime of Visual Shock. Und um anzuzeigen, dass man in der Tradition dieser Band steht, wurde der Begriff Visual Kei dann entwickelt. Kei heißt auf Japanisch so viel wie Abstammung oder Herkunft. Und erstaunlich ist, dass Visual Kei das erste Genre überhaupt ist, was außerhalb Japans so erfolgreich geworden ist. Früher hat man populäre Musik immer nach Japan importiert. Der japanische Begriff Popura Ongaku zeigt ja oft die Herkunft aus dem Westen. Und Visual Kei ist jetzt das erste Genre, was international sehr erfolgreich ist und vor allem in Europa und Nordamerika sehr viele Fans hat. In Deutschland gibt es mittlerweile sogar eine Subkultur, die nennen sich Visus und unterscheiden sich von anderen jugendlichen Subkulturen dadurch, dass sie sich halt auf japanische Popkultur beziehen und vor allem halt auf diese Art von japanischer Popularmusik. Ja, ich habe bei meinen Forschungen jede Menge Material zusammengetragen und um das zu ordnen und zu analysieren, benutze ich jetzt auch digitale Hilfsmittel, unter anderem eine Videodatenbank, die ich gemeinsam mit Studenten in einem Seminar jetzt mit Visual Kei Videos fülle. Und dabei geht es darum, die wichtigen Motive zu identifizieren, die Visual Kei von anderen Spielarten von Popularmusik unterscheiden. Weil es muss ja irgendeinen Grund dafür geben, dass ausgerechnet diese Art jetzt auch im Westen so populär bei jungen Mädchen geworden ist. Und ich hoffe, dass mithilfe dieser Datenbank wir der Ursache dafür ein bisschen näher kommen können. Guten Morgen, ich hatte das letzte Woche ja schon. Musiker treten auf jeden Fall in diesen Videos auf und sie spielen auf jeden Fall den Song, der gerade erklärt. Ja, die laufen nicht einfach nur durch die Gegend. Das gibt es zwar auch mal, aber es gibt kein einziges Visual Kei Video, wo die Musiker nicht bei der Performance des Songs, um den es geht, gezeigt. Was wir konkret machen ist, wir laden die PVs, so nennen Visual Kei-Fans die Videos, die zu den Single-Auskopplungen der Bands produziert werden, in diese Datenbank rein und können da einzelne Szenen isolieren und können die kommentieren, können die nach bestimmten Motiven ordnen. Wir können zum Beispiel die Texte der Lieder, die Übersetzungen, den Szenen zuordnen. Der wichtigste Punkt für mich ist, dass wir das gemeinsam tun können, weil das gibt mir natürlich die Möglichkeit, meinen eigenen Horizont ein wenig zu erweitern und nicht nur meine Lesart des jeweiligen Videos in der Datenbank wiederzufinden, sondern halt auch die der Studierenden, unter denen sich dann halt auch einige Visual Kei-Fans befinden und die sicherlich auf ganz andere Dinge achten, als auf die ich achte, wenn ich mir so ein Video angucke, der ich nicht zu dieser Szene gehöre. Da ja, ist es richtig. Ja, wunderbar. Nehmen wir das jetzt nur mit dem Blut zusammen oder auch mit dem anderen?
das wird ja ineinander übergeblendet. Ne? Ja. Dann nehmen wir vielleicht die komplette Sequenz. Aber hier ist, glaube ich, ein Schnitt. Ist egal, dann würde ich auch trotzdem. Innerhalb einer Lehrveranstaltung meist nicht möglich ist, wirklich ins Feld mit den Leuten zu gehen und vor Ort zu forschen, ermöglichen solche digitalen Werkzeuge, dass ich wirklich Forschungsarbeit mit den Studenten zusammen im Seminar vornehmen kann und nicht einfach nur einen Frontalunterricht, bei dem ich ihnen etwas über das Phänomen Visual Key erzähle, sondern mit ihnen zusammen an diesem Material forschen kann. Dafür sind diese Datenbanken wirklich ein tolles Werkzeug.